Warzone Deutschland Underrated Folge 2 heute mit Melvin. Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, die Serie wurde wieder auferlebt von mir. Ich habe letztens auf Typhoon reagiert, aka PaceTG7. Ihr könnt euch die ganze Playlist reinziehen, sie ist hier auf meinem Kanal direkt verlinkt. Da reagiere ich auf verschiedene, ja, also in der Regel sehr gute Spieler, die es wert sind, auf jeden Fall ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, beziehungsweise euch mitzuteilen, dass ihr vielleicht auch neue Streamer entdeckt, bei denen ihr was lernen könnt. Nicht so wie bei mir, wo ihr die ganze Zeit nur seht, wie ich down gehe und generell Leute, die vielleicht nicht so viele Zuschauer haben, aber wirklich verdient haben, abgecheckt zu werden. Und dazu zählt auf jeden Fall PaceTG7. Alle, die ich hier hatte, damals noch auf Denno reagiert, ist schon länger her. Und heute haben wir einen Kandidaten, der genauso wie Typhoon, auch damals in London war. Ich habe ganz am Anfang, glaube ich, als ich auf Typhoon reagiert habe, ein Bild gezeigt von in London, genau, von World Series of Warzone. Da war er zusammen in dem Team. Hier ist das Bild, da ist er zensiert, weil er zeigt seinen, weil man weiß nicht, wie er aussieht. Zusammen mit Manu, StuKex, PaceTG7, aka Typhoon und hier ist Melvin. Und ja, er wird bei vielen Leuten so als eines der größten Talente im Warzone-deutschsprachigen Raum betitelt, genannt. Er ist 19 Jahre jung, aktuell bei Blue Village, spielt eigentlich nur Turniere, wirklich insane. Ihr seht hier ständig seine Tweets, wie er irgendein Turnier wieder gewonnen hat. Er hat auch bei der Dinkel vs. Uncut, oder nee, nicht Dinkel vs. Uncut, sondern bei dem Dinkel x Uncut Turnier von Chris und mir zu Warzone 3 ist er zweiter Platz geworden, zusammen mit StuKex. Und ja, spielt richtig viele Switcheroos, spielt viele Custom-Turniere und ist immer mit oben dabei. Und der Kollege, was jetzt wirklich, er wollte schon lange auf ihn reagieren, aber was jetzt ausschlaggebend war, war, dass er jetzt endlich einen YouTube-Kanal eröffnet hat. Das Video geht aber nur 7 Minuten. 7 Minuten ist sehr lang, ja? Also überlegt mal, wie oft ihr könntet in 7 Minuten. es ist halt nur 7 Minuten lang und ich reagiere mal ein bisschen länger auf verschiedene Videos. Ich habe gerade eben, by the way, das ist die Runde. Wollte ich auch noch drauf reagieren. Da hat er gegen Denno gespielt in einem Switcheroo, hat auch irgendwie 30 Kills gedroppt. Aber wir haben zwei sehr, sehr nice Runden, die ich hier vorbereitet habe. Einmal 37 Kills und das ist eine krache Runde, die er mir extra nochmal freigeschaltet hat und mir rausgesucht hat. Deswegen liebe Grüße. Mehr ist in der Videobeschreibung verlinkt und ihr könnt euch jetzt selbst davon überzeugen lassen, wie ihr ihn so findet. Und natürlich, selbstverständlich, Abo da lassen. Positive Wertung auch gerne auf diesem Kanal hier. Wenn ihr nächste verpassen wollt, die neuesten Reactions, die neuesten Themen, der neueste heiße Scheiß auf diesem Kanal. Let's go. Ich habe Angst vor Copyright-Musik, deswegen mache ich das Intro einfach mal ohne und Hintergrundmusik. Und bei Typhoon war nämlich das Problem, dass er Copyright-Musik benutzt hat und dann musste ich das nämlich neu rendern. Ihr könnt euch ja einfach hier irgendwie irgendeine coole Hintergrundmusik vorstellen. Ich bin gespannt, ob der liebe Melvin das jetzt durchziehen wird, dass er auch mit Content langsam anfängt, beziehungsweise jetzt muss er ja nicht unbedingt so Meta-Content sein, aber einfach irgendwie Highlights von irgendwelchen Turnieren oder irgendwelchen Runden, die man mit reinpackt. Ihr seht hier 37 Kills, $1000-Turnier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, denn das ist wirklich geschenkt. Wenn man einmal das System, also es dauert, das Schwierigste daran ist eigentlich immer so dieses System zum Laufen zu bekommen, dass du einen Cutter findest und einen Thumbnail-Designer, der sich darum kümmert, den musst du dann in der Regel auch, ja, logischerweise ein bisschen was bezahlen. Aber wenn du einmal das ein bisschen geregelt bekommst, dann bist du in diesem, ich würde schon fast Schneeball nennen, bist du langsam drin und kannst dann, dann wird es immer einfacher und die Dinge passieren wie von selbst. So. Melvin, here we go. Weiß ich, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ihn schon kennt vom Namen her, ob ihr schon mal zugeschaut habt bei einem seiner Runden. Man muss direkt vorweg sagen, für die Leute, die vielleicht so meine Streams gewöhnt sind, morgens, da könnt ihr ein bisschen loslassen bei Melvin. Der ist heute schon wieder um 9.15 Uhr pennen gegangen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Da ist ja keine Arbeit hier, ne? Ist ja völlig klar. Wollte ich als erstes auf ihn reagieren, habe seinen Stream geöffnet, um eine Runde rauszusuchen. Und in seinem Chat stand: Gute Nacht, wir sehen uns. Und er hat gerade den Stream ausgemacht. Um 9.15 Uhr. Oder was? Weil die ganzen Turniere halt auch immer so lang gehen in der Regel. Und er sehr, sehr oft bis ins Late Game kommt. Ist sein Schlafrhythmus wirklich aus der Hölle. Also, wenn ihr
Leute seid, die regelmäßig morgens Streams gucken, wie im Homeoffice oder so, da müsst ihr wirklich komplett loslassen. Vielleicht habt ihr Glück und er spielt immer noch ein Turnier und ist deswegen noch live. Aber ansonsten müsst ihr da ein bisschen loslassen. Er ist eher die Person, die immer abends live geht, wenn die ganzen Turniere starten. Und hier hat er jetzt auch ein Switch, glaube ich, gespielt. Ich weiß gar nicht, mit wem er gespielt hat. Entweder mit Empathy oder Vision. 9 Kills schon. Kannst nichts sagen. Ah, das haben wir gerade im Intro gesehen. Ein schönes 1 gegen 3 war das, glaube ich. Schmeckt. Bums. 12 Kills nimmt man mit. Und ja, ne, wie gesagt, war im Trio von Schux Norris und Pasty G7 in London mit dabei. Ich hoffe so, dieses Jahr wird es auch wieder ein vernünftiges World Series of Warzone geben, ne? Aber dadurch, dass sie so viele Leute entlassen haben, nach dem Microsoft-Deal, weiß ich nicht, ob da irgendwas kommen wird. Ich glaube irgendwie, diese, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, das dürfte jetzt nicht für komplett voll nehmen. Schöner Rechel, das Wurfmesser! Das war frech. Dürfte jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber ich meine auch aus diesem Bereich, der sich halt um World of Warzone gekümmert hat. E-Sports-Bereich, da wurden auch irgendwie 70% oder so rausgeschmissen. So eine Übernahme ist nicht immer witzig, ne? Muss man leider dazu sagen. Bei Raven sind ja... Oh, das Aim, das Tracking war so smooth gerade. Ich weiß gar nicht, ob er auch Envision spielt. Er spielt auch Controller. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder gemerkt, wenn ich Dropshotte, weil ich spiele ja Taktik, dass ich echt veraime beim Dropshotten, weil man ja auf dem rechten Stick reindrückt und dann aimen muss. Da muss man sich echt konzentrieren, ob ich das irgendwie umbinde auf Kreis. Schöne Shots. 20 Kills schon. Schurda, wenn du so gegen jemanden Turnier spielst, denkst du ja auch so, wie geht es? Wie funktioniert es? Unter mir. Ja, das ist ruhig. Ah, mit Vision aber scheinbar. Noch einer war unten. Er ist second, ja. Oh, stabil. Noch ein Fenster drin. Du läufst dann, wenn du so ein Turnier... Oh, Jailbreak auch noch. Wenn du so ein Turnier da hast, läufst du die ganze Zeit hinterher. Das ist so nervig. Da bist du das. Du machst so 2-3 Kills, freust dich und siehst dann so, dass der Gegner in der Zeit schon irgendwie, weiß ich nicht, 15 gemacht hat. Schön, das Light. Dropshot, nehmen wir mit. Nice. Da sind noch so viel. Boah, der Beamer. Noch einer. 27. 26. Nice. 28. Da kracht's halt so sehr, ne? Und das Ding ist halt, bei solchen Highlights, finde ich, kann man nicht so viel mitnehmen. Man sieht zwar die ganze Zeit Kills und das ist auch beeindruckend, aber ich persönlich finde, du siehst da nicht so gut, wie die Leute rotiert sind, siehst nicht genau den Playstyle und kannst nicht so viel mitnehmen. Welche Perks spielt ja auch Bergsteiger und Gewand oder so, ich weiß nicht, wie das heißt, aber aktuell ist ja das Perk bestrahlt ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, die Pros spielen es noch nicht. Du hast halt den Vorteil bei dem Perk, was er spielt. Oh, what? Das kann man nicht überleben. Das wäre so geistkrank gewesen. Schade. Runter. Das Bestrahlperk zusammen mit Quickfix. Das kracht schon extrem, dass du da dir die Platten geben kannst, obwohl du angeschossen wirst. Bin wirklich mal gespannt, ob die Pros damit anfangen werden. Oft ist es ja so, dass dann irgendwie einer der Spieler, irgendwie den Aiden oder so, oder keine Ahnung, damit anfangen und dann übernimmt man das, in der Regel. Ich glaube schon, dass sich das so durchsetzen wird als Meta. Ich weiß gar nicht, ob mein TikTok dazu so viel Aufruf gemacht hat. Wundert euch nicht. Ich nehme das Video gerade auf am 19. März. Ich weiß nicht ganz, wann die Reaction online geht. Yeah. TikTok hat 30.000 Aufrufe. Schön. Krieg schon wieder Bock zu zocken, ne? Guck mal, zack, 32 Kills. Was denn, Großer? Boah, das ist halt wirklich eklig.
Und das war's schon. Ich mach nur noch die zwei Knacki-Kills. Eins. Und zwei. 37 Kills in so einem Turnier. Und sein Mate hat wie viel gemacht? 33? Was hab ich da gerade gesehen? Nee, Empathy. Empathy 23, 10 und Zito 11. Krank. 37 Kills, 14.000 Schaden. Das ist schon insane. Und wir gehen direkt rein in die nächste Runde, die ihr dann auf Twitter gepostet habt. Auch in einem Turnier, auch in einem 2.000 Dollar Cup. Also, wenn ihr irgendwie euch so auf so Public Gameplay verlassen wollt oder sehen wollt, irgendwie wie ihr Fortune's Keep spielt oder mal reinschult oder so, das werdet ihr bei ihm nicht sehen. Er ist wirklich full auf Pro-Gameplay, auf Turniere. Er macht wirklich nichts anderes. Schauen wir mal eben ganz kurz einen Schnuff nach vorne. Weil in der Runde hat es nämlich auch extremst gekracht. Ich denke, die wird er auch auf YouTube noch online stellen. Gucken, dass es nicht zu leise ist, das Gameplay mit den Artist Wars Settings. Heute auch Dienstag, mein YouTube-Tag, wo ich ein bisschen vorproduziere. Bin gespannt, ob ich es heute hinkriege, das Ganze mal durchzuziehen. 17 Uhr wollte ich zum Sport gehen. Die guten alten Artist Wars Settings. Ich finde, also wenn man jetzt so... Ich halte mal ganz kurz meine Wichsfresse. Es ist nicht Artist War, oder? Ah, er hat da erst kürzlich drauf gewechselt, ich erinnere mich. Da spielt er noch Soundness Equalization. Hab mich gerade schon gewundert, das hört sich gar nicht so schlimm an, aber es ist es halt auch nicht. Stimmt, das ist auch noch vor dem Mid-Season-Update. Ihr seht, 30er Ping wird noch angezeigt. Okay. Aber mittlerweile hat er auch schon gewechselt. Und ich glaube, jede Reaction fange ich davon an zu labern, dass ich das eventuell auch machen möchte. Bombs! Drei Kills. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das in irgendeinem Finale war oder so. Ob es irgendwie Halbfinale, Viertelfinale war oder erste Runde in dem Turnier. Oh mein Gott, überlebt er das? Nein, oder? Nein. No. Nein, schade. Das wäre Kracher gewesen. Der Slide wäre insane gewesen. Aber ohne Stim machst du dann nicht. Das Movement ist so clunky manchmal. Das ist so schlecht. Schlecht. Sweep Break. Oh. Macht er gut. Gulag, muss ich sagen, Gulag liegt mir dann doch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich ein... Es wurde schon gefragt, ob ich ein Gulag-Tutorial machen könnte. Ich glaube, ich habe eine 7,5er KD im Gulag. Ich laufe einfach immer nach vorne. Aim quasi... Also wenn... Es gibt, glaube ich, drei oder vier verschiedene... Gulags? Gulas? Und in ein paar von denen, in zwei glaube ich oder so, kannst du so nach vorne rennen an, das ist ja in der Mitte, so ein Halbkreis quasi, manchmal mit Metallwänden. Und da laufe ich immer hin und höre, ob ich den Gegner irgendwie in irgendein Headglitch gehen sehe und push ihn dann einfach. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Was hit hier eigentlich gerade? Ich hab gerade gesehen, ich hatte da drei Leute auf dem Auto. Immer ein gefährlicher Skin. Da kann es immer ein bisschen sweaty werden bei dem Skin. Loadout incoming, 8 Kills. Gegen Robstars, den kenne ich glaube ich vom Namen auch. Auf jeden Fall keine schlechten Gegner. Nate Dogg, Top 250 Visitenkarte. Musste mal leider loslassen diese Season. Mal schauen, nächste Season hoffentlich. Ich glaube nicht, dass nächste Season schon ein Ultimate Rank kommt. Vor allem unter dem Aspekt, dass die ja so viele entlassen haben, aber... Oh, ich hätte so Bock auf Battle Royale Rank. Das wäre sowas Geiles zum Grinden den ganzen Tag ununterbrochen. Doch, die Ram da noch.
Das war doch Pre-Patch-Nerf. Was? Pre-Patch-Ram. Pre-Patch-Nerf einfach. Oh, schön. Ah, ich spiele auch die HRM. Die ist einfach geil. Ich glaube, ich werde richtig traurig sein, wenn die HRM irgendwann genervt wird und sie keine Meta mehr ist. Es ist ja irgendwie aktuell Ram 9, HRM und die AMR. AMR finde ich viel zu clunky, also sehr, sehr slow. Auch wenn sie eine gute Tail to Kill hat. Die Ram 9 habe ich eigentlich immer noch nicht gelevelt. Und die HMR, sie macht mir einfach viel zu viel Spaß, als dass ich da irgendwie sagen könnte, ich wechsle die, weil ich finde sie so perfekt. Ich finde, sie sieht gut aus. Guter Recoil, nicer Sound und krankes Movement. Lieb's. Was hat der für eine kranke Camo da eigentlich drauf? Ist der HMM? HM. Ist die reactive? So, das ist nämlich jetzt so das Interessante. Wie er moved, wie er so ein Team pusht. Das ist natürlich gut, dass die da gerade absolut verloren sind. Oder wir den Heli auseinandernehmen wollen. Dieser scheiß Heli, wirklich. Oh, 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 oh mein Gott, so ein wichtiger Knock. So ein wichtiger Knock. Das ist unkorrekt, das war nicht nötig. Das war wirklich nicht nötig, dem Typen eine Bohrladung reinzudrücken. So smooth. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Krieg immer wieder Bock zu zocken, wenn ich so Gameplay sehe. So muss es sein. Zumindest dann so für eine Runde, wo man denkt, man könnte sowas auch erreichen. Das reicht immer. Wenn man so wenigstens ganz kurz online geht und dann so denkt, man ist jetzt wer. Zack, 0-2. Ich wollte ja auch noch ein Movement-Video machen. So ein Tipps- und Tricks-mäßiges Movement-Video. Und ich habe mich jetzt auch mit dem Controller, ich habe ja das Envision-Modell gewechselt, also, oder anders gesagt, ich habe mit dem Controller gewechselt, ich habe vorher ein Envision gespielt, spiele immer noch ein Envision, aber halt einen anderen Envision. Und das hat richtig lange gedauert, mit dem einzuspielen, weil, ne, ist ja immer alles Muscle Memory, jeder Controller ist immer ein bisschen anders, auch wenn es das gleiche Modell ist. Ist ja wie bei jeder anderen Hardware auch so. Und ich fühle mich jetzt langsam wieder richtig confident. Habe gestern auch beim Zocken 3 30 Bombs gemacht. Also wenn ihr jetzt, wenn irgendeiner von euch, also nicht in Battle Royale, sondern in Fortress Keep Resurgence, aber wenn irgendeiner von euch sich mal einen Scuff-Controller gezogen hat oder einen neuen Controller oder generell gewechselt hat, die Leute fragen mich immer, wie lange braucht man sich mit dem Einspielen. Ich war jetzt zwar eine Woche im Skiurlaub, aber ich würde schon sagen, dass ich 2,5 Wochen wirklich gebraucht habe und ich zocke jeden Tag. Also es könnte bei euch nochmal länger dauern. Also ne, natürlich auch, man muss aber dazu sagen, dass ich Schwersprung vom Begriff bin. Oh mein Gott. Oh, das Movement. Respektlos. Oh, respektlos. Das ist respektlos, dass er die Nate noch bekommen hat. Was ein geiler Gunfight. Im Haus. So geil runtergespielt. Solche Fights machen so Spaß. Er hat schon 20 Kills, die anderen haben gerade mal so 10. Aber was, wie viele Gegner sind da? Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Gegner da an der Stelle gesehen. Da läuft ja mindestens einer rein. Als ob. Doch, oder? Er läuft rein. Diese scheiß Mine. Das ist krass, wie er spielt. Wirklich ein Genuss. Leider keine Samtex gehabt. Wird die ganze Zeit angeschlossen von Across the Maps. Das ist nervig. Das ist ein ekliger Push, schön um die Ecke geschwungen. Er hat so seine Kamera kurz gebrochen. Er hätte gar keine Möglichkeit, so schnell zu reagieren. Da hat gerade einer gekotzt. Boah.
Junge, 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 Junge. Da sind immer noch Gegner. Was? Ich habe noch nie einen Fight so lange oder eine Person da überhaupt so lange rumlaufen sehen. Wie viele Kills hat er jetzt gerade schon gemacht? 11? Er ist doch die ganze Zeit alleine. Er hat so Glück, dass seine Gegner ihn nicht pushen. Also seine Teammates, die ja seine Gegner sind. Will da hoch. Guter Laufweg auch. Nur zwei oben. Oh, keine Smoke. Ganz eklig. Jetzt weiß er, dass alle drin sein müssten. Was ein stressiger Fight, bis einer der Gegner einen Fehler macht und ihn pusht. Das ist so... Also ihr seht schon, ne? Ihr seht schon, warum er als einer der besten oder der größten Talente in Warzone Deutschland gilt. Might be fucking world's best. Also das war wirklich geisteskrank. Checkt auf jeden Fall ab, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, holy shit. 27 Kills. Was er da gerade mit diesen drei Teams gemacht hat, waren glaube ich wirklich drei Teams, ne? Dann danke für deinen Resub im dritten Monat, mein Bruder. Was hat sein Chat gesagt? Das vergeben wir Track aufnehmen, mein Bruder. Ja, yeah, got you. Fucking back. Oh. Good fucking shit, Marvin. Yeah, it's cool, bro. There's two more kids on this building. I killed two of them already. Yeah, here you are, yo. You're bad. Gas is inbound. Junge. Oh, Kids sniping deep, I'm alive. Das war krass. Das war wirklich insane gerade. Ding ist aber, er macht noch einige Kills. Also ich weiß ja, wie viele Kills er gemacht hat, deswegen ich weiß, dass es noch ein bisschen krachen wird. Jeder Schuss sitzt perfekt. Der cheatet! Ich bin wirklich gespannt, ob dieses sich Platten geben, während man angeschossen wird, bei dem Perk bestrahlt, genervt wird. Weil Eiltempo, eifrig, wie auch immer man es nennt, ich glaube, das Eiltempo ist halt wirklich so dermaßen strong. Ich bin richtig schlecht in Namen merken von Perks, ne? Real Talk, bis ich mir auch bestrahlt gemerkt habe. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen dumm. Das wird sein. Munikiste auch noch. HM auch einfach eine gute Reichweite in der SMG. Oder eine okay Reichweite für die SMG. Das ist auf sich alleine gestellt. Oh. Das sind so Momente, wo du unsterblich bist. Fucking shit, Marvin. Ihr kennt das bestimmt auch, vielleicht nicht so krass, vielleicht nicht so krass, dass ihr dann 33 Kids habt, aber bestimmt viele von euch haben schon diesen Moment gehabt, wo sie so richtig, also sich richtig confident gefühlt haben, richtig Momentum auf ihrer Seite hatten und das Gefühl hatten, sie sind unsterblich und alles pushen konnten. Das sind wirklich die besten Momente in diesem Game. Das ist das, was ich wirklich über alles liebe. Also nicht über alles, aber schon. Ja, wie sehr seine Waffe aber auch leuchtet, ne? Oder seine beiden Waffen, actually. Die Snipers. Wahnsinn. 34 Kills. I'm the fucking best on you, bro. Holy fucking best. You are the best. Da wird das Ego gepusht, ein bisschen bearbeitet, penetriert.
and turns out this map. Oh mein Gott. Wenn er die jetzt alle auch noch nimmt, ne? Two more right on. We're climbing a ladder. Oh my. Oh. Damn, this is what fucking monsters do to you. Bro. Es ist das wirklich geistkrank. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich meine, schau dir mal Diaz Büffel an, okay? Schau dir mal Diaz Büffel an. Also sein YouTube-Kanal vor allem. Es ist auch einfach nur. Das Video geht direkt los. Ja, ich klicke auf den Account drauf. Videos, gutes Thumbnail, ja. Gibt wirklich sehr viel Geld für Thumbnails aus, würde ich sagen. Oder das meiste Geld. Ich klicke aufs Video drauf. Erste Sekunde, kein Intro, gar nichts. Nicht mal Musik. Dann drei Gameplays in einem Video, gute Watchtime. Und im Outro ein Screenshot von der Klasse. Wirklich, ich, ne? Es ist zwar schwierig, also aus meiner Perspektive ist es halt nochmal anders zu betrachten. Aber manche, es ist ja auch okay, vielleicht will ja auch nicht jeder groß und erfolgreich auf Social Media werden, was das angeht, dass man viele Abonnenten bei YouTube hat oder so, oder viele Klicks und so. Man will einfach nur Pro-Player sein und damit seine Kohle machen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber viele, viele gute Spieler wissen einfach gar nicht, wie viel Geld sie wortwörtlich liegen lassen oder ja, was für Potenzial in ihnen steckt. Das Gameplay einfach hochgeladen, Klasse gezeigt, einen halbwegs guten Titel, ein gutes Thumbnail. Und da, das einzige Problem an der Geschichte, und das sage ich halt immer wieder, ist, dass du, es richtig lange dauert, dass du so einen Working-Prozess hinbekommst, dass das fast von alleine läuft. Das dauert sehr, sehr lange. Ne? Bis Franz, also ich kannte Franz zum Beispiel, meinen Cutter, 4 Jahre oder 3 Jahre, bis der überhaupt das erste Video für mich geschnitten hat. Und dann hat es auch nochmal richtig lange gedauert, bis man einen Workflow gefunden hat. Und jetzt, ne, ist der Chris von Chris und mir Main Cutter. Und wir verstehen uns blind fast. Und er ist zuverlässig. Ne, und konnte jetzt seinen Job quitten und so Geschichten. Aber man muss halt immer irgendwo anfangen. Aber manche haben da keinen Bock drauf und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sag nur einfach, ne, an Diaz Büffel sieht man, dass es auch einfach so funktioniert. Genauso wie er es jetzt hätte machen können. Einfach Ram 7 Build, HM, irgendwas mit Meta in den Titel, 47 Kills, Abfahrt. Oder keine Ahnung, wie viele Kills das sind. Oder irgendwie als Titel, warum ich der beste Spieler in Europa bin oder so, weiß nicht. Was denn? Auch mal ein bisschen übertreiben. Was machen die da? Was ein Scheiß. Was ein Scheiß, Junge. Oh mein Gott. Und Nate Dogg holt die alle mit dem PC. 42 Kills in einem Turnier ist wirklich Wahnsinn. Und seinem Team jetzt sogar 27. Also wirklich sehr, sehr krass. Ja, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Checkt Melvin auf jeden Fall ab und die Playlist in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt gerne noch weitere Namen in die Kommentare, auf die ich reagieren soll bei dem Format Wars in Deutschland Underrated. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.